Jojo, Peace Leute, was geht? Hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen. Ja, wir sind ja jetzt hier in Malle, wie ihr es ja gemerkt habt. Und ich bin auch sehr gut angekommen. Und natürlich hoffen wir ja auch drauf, dass wir auch wieder sehr gut nach Deutschland zurückkommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und was ich auf jeden Fall sagen will, in diesem Video Roomtour mit Poolbesichtigung. Das heißt, ich zeige euch jetzt hier mein Zimmer. Welches Hotel? Wir zeigen euch kurze Ausschnitte von Frühstück und natürlich, wenn wir draußen rumlaufen. Jetzt gerade gehe ich nicht ins Pool, es ist noch ein kleines bisschen frisch, wärmer wird's, aber dafür wird noch ein Video kommen, wo ich dann so direkt am Strand bin und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, gut. Ja, ich bin im Hip Hotels, Playa de Palma oder Playa de Palais. Könnt ihr googeln und ja, also das Ganze sieht hier schon schickimicki aus. Ihr seht es, es ist ziemlich groß. Aber gut, also ich zeige euch jetzt erstmal die Toilette und das Badezimmer. So, also das ist ja eigentlich auch für ein Pärchen gedacht. Das Ding bei mir ist halt immer, ja, ich bin jetzt halt mal alleine geflogen, weil, ja. Wie soll man das auch schaffen, wenn der eine da Urlaub hat, der andere da Urlaub und ich habe da Urlaub? Und natürlich tue ich dann selbstverständlich, hier bin ich, schon den Urlaub vordingsen, ne? Und also vorbuchen. Das ist mein Bierkönig-T-Shirt, habe ich gestern vom Bierkönig geholt. Geht ab. Und auf jeden Fall. Kann man auch noch mal hier im Zimmer und auf jeden Fall ja, bin ich halt schon mal vorgeflogen, dass ich einen schönen Urlaub habe. Ihr wisst ja immer, über die Preise rede ich nicht, was ich so im Hotel gezahlt habe. Da könnt ihr auch selber nachschauen. Ja, oh, ups, was war denn das? Das ignorieren wir mal. Ja, genau. Genau, ihr könnt da selber eure Preise nachschauen, weil jeder bucht irgendwie sowas anderes. Und ja, da brauchen wir uns nicht rechtfertigen und sagen, du warst billig oder du warst teuer. Und ihr wisst ja, wie diese Diskussionen immer enden. Und ja, da habe ich halt auch einfach keine Lust drauf zu diskutieren. Ja, genau. Hier hat man gleich mehr Feeling. Also ihr seht schon, oder ihr seht schon, wenn man das im richtigen Deutsch sagt, das ist ein großes Zimmer. So, das will ich noch nicht zeigen. Erstmal noch hier. So, ihr habt's gesehen. Riesengroß, ne? So, und jetzt kommt das Highlight. Ja? So. Jetzt schaut her. Tada! Wow! Was? Warum knackst denn hier immer alles so? Ich krieg hier echt Angst. Wow. Mit Meerblick. Wo gibt es denn sowas? Ja, sowas sieht man nicht alle Tage, ne? Also zumindest nicht in Deutschland. In Deutschland. So, hier bin ich. Die Hauptperson. Genau, das war irgendwas, wo ich auf mein YouTube-Thumbnail-Bild drauf klatsche. So, okay, dann hätte ich schon gesagt, geh mal runter und filmen so das Frühstück und danach gehen wir raus. Wir sehen uns unten wieder, weil ich will jetzt nicht, dass die Aufnahmen zu lange dauert. Weil gestern hat sich schon mein Handy überhitzt beim Flughafenvideo. Aber ja, dieses Flughafenvideo wollte ich unbedingt drehen. Und ihr habt es gesehen, im Flughafen war weniger Stress. Also gut, genug gequatscht. Jetzt gehen wir zum Frühstück runter. Also, hier nochmal Mallorca Erlebnisblick gibt euch. Also gibt euch hier, ne?
Boah, Gott sei Dank habe ich ein gutes Wetter erwischt, ey. Für die 3 Tage, die ich nur hier bin. Ey, ich hab da so Glück. Ja. So, schauen wir mal, ist das Wasser kalt? Geht. Okay, meine Freunde, das war's schon wieder mit diesem Video. Roomtour mit Poolbesichtigung und Frühstück. Und ja, ich denke, als nächstes werde ich ein Video im Lidl machen und am Strand. Aber ich entscheide noch, was ich mache. Da werde ich halt so am Strandvideo ein bisschen die Stadt zeigen und am Strand sein. Und beim Lidl zeige ich halt einfach den Lidl und dann war's das eigentlich auch schon mit den ganzen Videos. Ja, vielleicht mache ich noch spontan eins, das muss ich noch überlegen, weil ich brauche auch einen freien Speicherplatz. Und es wird halt einfach langsam zu viel. Und ja, naja, das kriegt man schon irgendwie hin. Auf jeden Fall, es ist schönes Wetter. Ich genieße das total. Und ja, ich werde auch auf jeden Fall noch Handtücher kaufen und sowas, aber das zeige ich euch alles im nächsten Video. Und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, abonnieren. Liken und disliken und ansonsten an die ganzen Leute, die mich nicht mögen, haut einfach ab und ja, bis zum nächsten Mal. Peace.